Hallo meine Lieben, ich grüße euch. So, eure Fragen sind angekommen. Ich hoffe, ich kann alle beantworten und wir haben die Zeit dafür. Fangen wir mit der ersten an und zwar von Yassi Likes Undertaker, Sissi Kiebert und Baraku Debigaru. Haben gefragt, was ist deine Traumrolle? Oh Gott, da gibt es sehr viele. Haben natürlich gehört oder gehörte Grolok dazu, war schon immer. Das hat sich erfüllt. Der Toni war eine Rolle, die ich gerne gespielt habe, hat sich auch erfüllt. Es gibt noch ein paar. Wenn Phantom mal wieder gemacht wird, hallo, da bin ich, würde ich gerne machen. Und sonst schauen wir, was passiert. Wie bist du zum Berufswunsch Musicaldarsteller gekommen? Gab es davon noch andere Berufswünsche? Wie bin ich dazu gekommen? Ich war auf einem Internat, wo viel gesungen und musisch gearbeitet wurde. Und da war irgendwie auf einmal das Theater dabei. Und so kam dann Gesang, Schauspiel, alles zusammen. Und Musical ist dann die logische Folgerung des Ganzen. Gab es davon noch andere Berufswünsche? Ja, gab es. Ich hätte ins Hotel gehen wollen. Also Hotelfachmann, sowas in der Art. Aber hat sich nicht ergeben. Wie ist es, den Grafen zu spielen und ist das deine Traumrolle für dich? Ja, ist eine Traumrolle für mich, hat sich erfüllt und wie ist es? Toll, nervös nach wie vor. Es legt sich mittlerweile, Gott sei Dank, aber es ist nach wie vor eine auch große Herausforderung. Weiter. War es dir von Anfang an klar, dass du von Transvampire gehört hast, dass du da mitspielen willst? Von Anfang an nicht, weil ich habe das Stück das erste Mal 98 in Wien gesehen und da dachte ich, ich werde da nie mitspielen, weil ich da auch noch sehr jung war. Aber dann doch, wo es nach Stuttgart gekommen ist, wollte ich da mitspielen und es hat geklappt. Die Frage aller Fragen. Gab es mal eine witzige, lustige Panne mit dir als Graf, Herbert oder Ensemblemitglied? Ach Gott, immer wieder. Herbert in Stuttgart ist mir das Gebiss mit rausgeflogen, als ich das Buch weggeworfen habe. Auch sehr schön. Ensemble bin ich einem jetzt bei Ewigkeit hier in Berlin einen Zuschauer in den Schoß gefallen beim Abgang. War auch richtig klasse. Als Graf Gott sei Dank noch nichts. Also bis auf einen kurzen Textverdreher in Wien. Klopf auf Holz. Nein, Gott sei Dank. Warum tragen die Grolloks ihre Zähne bei manchen Liedern nicht, aber das auch nicht immer? Warum ist das so? Die offizielle Erklärung der Regie ist, wenn Vampire rollig sind, haben sie Zähne. Das heißt, wenn der Grolok Sarah sieht, ist er erregt, das heißt, seine Zähne kommen raus. Es gibt auch eine andere Erklärung, dass einfach die Aussprache damals, wo das in Wien uraufgeführt wurde, etwas drunter gelitten hat. Das heißt, bei den großen Szenen Gier, Finale, war es dann etwas schwierig, den Darsteller zu verstehen und somit hat man gesagt, okay, es macht eh keinen Sinn, dass die Zähne drin sind, also raus damit. Hast du schon mal versehentlich wie Kevin Tart an der Tankstelle deine Vampirzähne drin gelassen? Nein. Nein, das ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank. Ist es sehr schwierig, mit den Vampirzähnen zu singen? Mit den ganzen, ja. Wir haben ja normalerweise eine komplette Schiene oben, wo die Zähne dran sind. Seit geraumer Zeit haben wir die Wahl zwischen geteilten und ganzen. Das heißt, ich habe geteilte. Das heißt, sie gehen immer nur von dem dritten oder von dem Eckzahn nach hinten. Das heißt, vorne ist frei. Und dann ist es wirklich viel, viel leichter, damit zu sprechen. Und man lispelt nicht ganz so viel. Man sagt ja, dass Schauspieler ein bisschen abergläubisch seien. Ob das auch auf mich zutrifft, kommt drauf an. Also ich bin keiner, der vorm Auftritt auf den Holzboden klopft auf der Bühne. Nicht wirklich, aber wie gesagt, es kommt auf den Tag dann und ob wie ich drauf bin, aber ein bisschen abergläubisch sind wir alle, aber ich habe kein Ritual in dem Sinne. Macht es dir mehr Spaß, Herbert oder Grolok zu spielen? Spaß, was den Spaß angeht, ist Herbert einfach lustiger, ganz klar. Was den Spaß auf der Bühne angeht oder auf der Bühne zu stehen, gibt es da keinen Unterschied, weil den Spaß habe ich immer, egal bei welcher Rolle. Du spielst die Rolle von Herbert schon sehr lange, allerdings hat dein Herbert sich über die Jahre verändert und wie? Ja, hat er. Ich habe am Anfang gedacht, ich müsste den so ein bisschen anlegen, vergleichbar mit Interview mit einem Vampir, also nicht schwul, nicht tuckig, sondern eher sehr gediegen und sehr edel. Hat sich für mich gezeigt, dass sich das nicht für mich trägt.
somit ist mein Herbert mit den Jahren eher lustig geworden und schon meistens etwas tuckig, in Anführungsstrichen. Zu den Zeiten, wo es passt, in den Augenblicken, wo es passt. Das heißt, wir haben den Hüftschwung drin, wir haben manche Handbewegungen drin, die etwas schwul sind. Und da passt es dann ganz gut. Nicht zu viel, ich versuche es nicht zu viel zu machen. Und deswegen hat er sich sehr wohl verändert. Versuch 4. Was verbirgt sich hinter dem D in deinem Robert D. Marx?